Und da glaube ich eher, dass das damit irgendwie zusammenhängt. Und deswegen glaube ich, dass die Lehrerin, die hat vielleicht irgendwas, ich weiß auch nicht. Vielleicht glaubt sie daran oder sie will irgendwie sich interessanter machen oder sie will den Unterricht irgendwie interessanter gestalten oder sie... Ich weiß auch nicht. Und dann hat sie auch auf jeden Fall was mit diesen heimlichen Treffen hier zu tun, weil das waren ja genau die beiden, also dieser Sebastian und diese Lehrerin oder auch der Neureuther. Aber vom Außen her, vom Outfit, und es gibt ja nicht so viele verschiedene Outfits hier in diesem Spiel, wäre das eher dieser Sebastian gewesen. Da hätte ich mich ja jetzt schon total darauf verlassen, dass er das ist. Gut, ich kann mich natürlich nicht teleportieren, also reite ich dann mal auf den Weg und dann müssen wir auch noch unsere Pflege machen und ein bisschen Training noch für heute. Ich finde es echt schade, dass man nicht mehr weiß, was jetzt mit dem Turnier passiert ist und so. Ich finde, in dem Spiel hier, was bei Reitakademie 1 so richtig genervt hat, dass man nicht mehr wusste, was man machen muss, diese ganzen Reitlehrstunden und sowas, verschiedene Lektionen und so, hat man hier gar nicht mehr. Ich finde, hier wird der Reitsport an sich total vernachlässigt. Also du machst hier eigentlich kaum irgendwas, was einen Sinn hat mit deinem Pferd. Außer von A nach B zu reiten, aber du trainierst jetzt nicht für irgendwas. Die Turniere haben gar nichts damit zu tun, mit dem, was du übst. Und sind dann nur so zwei Hindernisse, die du springen musst. Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was vorher programmiert worden ist. My Boyfriend 2 oder das hier. Vielleicht ist es auch deswegen, dass sie sagen, okay, wir können halt Love Stories und wir machen halt das so ein bisschen Love Story mäßig. Und... Ja, finde ich jetzt nicht wirklich störend. Aber so ein bisschen schade ist es doch, weil das Spiel hätte dafür deutlich mehr Potenzial, auch vom Reitmäßigen her, ein bisschen mehr rauszuholen. So, und jetzt gehen wir mal in die Bank und bringen den Brief mal zu Alex. Sebastian, was macht der denn bei dem komischen Bankfuzzi? Sieht fast so aus, als ob das der Direktor ist. Jedenfalls ein hochgestelltes Tier, so viel ist mal sicher. Aha. Gibt Sebastian denn da? Ich könnte schwören, das sind die Notizen, die er den lieben langen Tag immer kritzelt. Aber was hat der Bankdirektor mit Sebastians Schulunterlagen vor? Ist doch ziemlich merkwürdig, das Ganze. Ahu, da müssen wir mal Alex drauf ansetzen. Die wollen bestimmt, dass die Akademie pleite machen oder kaufen oder sowas. Da wette ich, da muss uns Alex helfen. Guck mal, sein Fahrrad ist auch da. Das heißt, er arbeitet heute. Nettes Detail am Rande. Na, was ist hier los? Kann ich ihn zur Rede stellen? Oh, hallo Pauline. Was machst du denn hier? Ich soll einen Brief für Frau Milan abgeben. Aber das Gleiche könnte ich wohl dich fragen. Was meinst du? Mit wem hast du dich denn da gerade unterhalten? Das war mein Vater. Er ist Direktor in der Bank. Wirklich? Und was hast du ihm für Zettel gegeben? Hat das irgendwas mit der Schule zu tun? Ja, im weitesten Sinne. Er wollte meine Hausaufgaben kontrollieren. Er ist in dieser Hinsicht manchmal etwas komisch. Aha. Na gut, ich muss weiter. Bis später. Mhm. Seine Hausaufgaben sind aber irgendwelche Zahlen aufschreiben, schätze ich mal. Oh, Alex. Hi. Hallo, Pauline. Schön, dich zu sehen. Kommst du mich besuchen? Nicht so ganz. Ich soll einen Brief für Frau Milan in die Bank bringen. Kannst du das für mich erledigen? Sicher. Das ist lieb von dir. Sehen wir uns bald mal wieder? Klar, sobald du willst. Komm einfach vorbei, entweder in der Stadt oder an der Strecke. Meine Pause ist jetzt leider vorbei. Ich werde den Brief sofort an Direktor Pohlmann übergeben. Alles klar, bis dann. Direktor Pohlmann, also ja. So, eine recht kurze Pause, die der liebe Alex da hat. Aber gut, so ist das halt nun mal. Oh Gott. Alex steht jetzt hier noch so rum und wir teleportieren uns zurück zur Akademie. Aha, guck mal, da steht Sebastian. Schau mal, was passiert. Huch, jetzt bin ich im Stall. Ich rede mit Max, alles klar. Jetzt ist mein Pferd auch wieder im Stall, das ist interessant. Hallo, Pauline. Könntest du bitte kurz deine Kleine auf die Koppel bringen? Ich will mir die Box mal genauer ansehen. Sicher, kein Problem. Hä?
Was soll denn mit meiner Box nicht in Ordnung sein? Was ist los? Hä? Hat er was gefunden oder was? Henny, was war jetzt? Ich rede mit Susanne Felber an der Koppel. Warum denn an der Koppel? Mein Pferd steht doch hier drin. Das macht jetzt nicht viel Sinn, aber okay. Er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich. Hallo, Frau Felber. Alles in Ordnung? Wie? Ja, natürlich. Ich sehe gerade nach den Jährlingen, ob auch alles in bester Ordnung ist. Man muss sich ja kümmern. Ich verstehe. Für wen sind denn die Blumen? Für die Jährlinge. Ja, sie begreifen vielleicht nicht ganz wie ein Mensch, wie diese Geste zu verstehen ist. Aber der Gedanke kommt doch an. So rein emotional, verstehst du? Ich bin nicht sicher, sind diese Blumen, die sie da haben, nicht eher ungesund für die Tiere? Oh, ja, natürlich. Ich hatte ja auch nicht vor, sie ihnen wirklich zu geben. Haben ja auch kein Wohnzimmer und keine Vase. Ja, ich muss jetzt mal gehen. Sicher. Mhm. Da haben wir über... Pauline, das wäre jetzt der perfekte Moment gewesen, um sie hier an frische Tat zu tappen. Du hättest sie einfach nicht so ausfragen dürfen. Und alles wäre okay gewesen. Mit sanfter Hand und Zügelstrenge lassen sich sowohl Jährlinge als auch Schüler ganz gut erziehen. Sind gar nicht so unterschiedlich, die beiden. Weil sie wollte sich jetzt bestimmt treffen mit ihrem geheimen Lover. Die Frage ist nur, wer das ist. Ha. Ich vermute immer noch Sebastian. Und er kriegt dann irgendwelche Zahlen von ihr, weil er sie irgendwas vorspielt, dass er irgendwie in sie verknallt ist oder so. Und er gibt das dann seinem Vater. Irgendwie voll die krassen Intrigen, denke ich mir hier gerade aus. Könnte natürlich sein. Mal sehen, was morgen passiert. Es wird ja spannend, glaube ich. Viel spannender als das Pferd zu putzen. Gern. So, der Tag ist angebrochen und Pauline möchte mit Max reden. Und das wollen wir noch vor dem Unterricht, wollen wir nochmal rübergehen in den Stall und mal gucken, was sie Max zu erzählen hat, ja, um die Geheimnisse des geheimnisvollen Spukpferdes. Aber warum soll sich gerade hier an einem See so ein Pferd treffen? Also wo soll das herkommen? Das muss ja irgendwo leben und Pferde sind ja normal so Herdentiere. Schon eigenartig. Schon ein bisschen eigenartig. Aber mal schauen, was Max dazu weiß. Guten Morgen, Pauline. Hey Max, du wirst nicht glauben, was ich gestern am See gesehen habe. Aber du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Ich habe das weiße Pferd gesehen. Wirklich und wahrhaftig. So, so. Wirklich wundern tut mich das nicht. Wie bitte? Max, ich habe das weiße Pferd gesehen. Hast du verstanden, was ich dir da erzähle? Die Legende ist wahr. Natürlich ist sie das. Ich bin froh, dass du es jetzt mit eigenen Augen gesehen hast. Wie bitte? Heißt das, du wusstest die ganze Zeit, dass es wahr ist? Dass das Pferd existiert? Ja, das wusste ich. Und warum hast du dann nichts gesagt? Hättest du mir denn geglaubt? Pauline, wer das Pferd nicht selbst gesehen hat, für den existiert es auch nicht. Keiner glaubt daran, nur weil ihm irgendjemand davon erzählt. Ich habe Irina bereits versichert, dass sie nicht verrückt ist und dass sie das Pferd wirklich gesehen hat. Mann, Max, und ich dachte, ich hau dich um mit diesen Neuigkeiten. Du bist echt schwer zu überraschen. Sei froh. Wenigstens glaube ich jetzt nicht, dass du spinnst. Wenigstens etwas. Ja gut, okay. Dann, ich fütter mein Pferd trotzdem mal. Wenn ich schon im Stall bin, dann kann ich das auch mal machen und dann beginnt ja eh der Unterricht. Und nach dem Unterricht, ja gut, Irina hat es ja schon gesehen. Ich glaube trotzdem immer noch, dass das Pferd nicht irgendwie was Magisches ist, sondern es ist einfach ein Pferd hier aus dem Stall. Und das hat bestimmt was mit unserer Lehrerin zu tun. Weil unser Pferd ist ja auch weiß. Ja, oder hellgrau, aber das könnte man schon auch als weiß interpretieren, ja. Von dem her, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht alles so, ich meine magische Pferde, ja, pipapo, wir wissen alle, dass es keine magischen Pferde gibt, außer Einhörner und Pegasusse, und die gibt es natürlich, ja.
Aber sonst keine komischen weißen Pferde hier am Pferde. Pferde? Wie komme ich denn auf Pferde? Weiße Pferde, die irgendwo am See rumtollen. Ich habe gerade gesehen, das Pferd ist nämlich da. Hier von unserer guten Lehrerin. Und ich bin mir 100% sicher, dass es dieses Pferd ist. Dass sie das da irgendwie damit was zu tun hat. Wir lassen unser Pferd jetzt mal auf der Koppel. Das ist ja nachher eh wieder hier drin. So. Na, gucke an. Das ist das Pferd. Na, hier. Dieses Pferd ist das geheimnisvolle Pferd. Frisco ist sein Name. Spannender Unterricht mal wieder. Richtig spannend. Die haben nie irgendwelche Unterlagen dabei, wo sich irgendwelche Sachen notieren. Das ist natürlich auch ein bisschen komisch, aber scheinen sie anscheinend auch nicht zu brauchen. So klug sind sie, die Damen. Rede mit Katja, na gut. Hey, bist du in Eile? Ja, ein bisschen. Ich wollte in den Wald reiten und schauen, ob ich Alex an der Strecke finde. An der Strecke? Du meinst an der Mountainbike-Strecke? Ja, genau. Die Jungs nennen die so. Hast du solche Sehnsucht? Naja, eigentlich geht es um was anderes. Ich habe gestern Sebastian mit seinem Vater an der Bank gesehen und irgendwie kam mir das Ganze etwas komisch vor. Ich wollte Alex fragen, ob er was darüber weiß. Na, dann grüß mal schön von mir. Bis später. Heißt, sie könnte doch mitkommen und irgendwie mit Chris sich treffen. Und ich dachte, dass Alex eigentlich arbeiten muss. Aber na gut. Kann ja sein, dass er zufällig Zeit hat, aber heute mal Frühschluss machen kann. Wie wir wissen, die Bankangestellten arbeiten ja nicht so lange. Ne? Banken haben ja immer nicht so lange offen. Von dem her kann da nicht so viel los sein. Zumindest haben sie keinen Parteiverkehr so lange. Vielleicht haben sie heute einen kurzen Tag und Alex hängt irgendwo rum und ist beim Mountainbiken. Vielleicht weiß er wirklich was, was da vorfällt. Oder was da passiert. Diese Geschichte mit Sebastian und seinem Vater, wenn das wirklich sein Vater ist, das ist natürlich schon sehr eigenartig. Die haben bestimmt irgendwas Fieses mit der Akademie vor. Da wette ich, immer wollen sie die Akademien zerstören, aufkaufen oder in den Ruin treiben. Sowas Asoziales. Und wenn Sebastians Vater auch sowas vorhat, boah. Wir werden alle stinksauer. Gut, Mountainbike-Strecke, weiß ich. Da gehe ich hier hinten rum. Genau da. Nicht wieder am See vorbeireiten. Sonst mache ich denselben Fehler wie beim letzten Mal schon. Nein, ich reite hier hinter der Akademie lang, denn das ist der schnellste Weg zur Mountainbike-Strecke. Das kommt gut. Das kommt sehr gut. So. Da ist ja auch schon. Guck mal, wie schnell der Weg ist. Das finde ich auch wirklich gut, die kurzen Wege. Hey, da bist du ja. Hab dich schon vermisst. Hallo Alex. Sag mal, kannst du mir einen Gefallen tun? Klar, worum geht's? Pass auf, gestern habe ich Sebastian mit seinem Vater in der Stadt gesehen. Direktor Pohlmann? Genau. Und irgendwie sieht man Sebastian auf dem Schulgelände immer irgendwelche Notizen schreiben. Und genau diese Notizen hat er gestern seinem Vater übergeben. Und du willst wissen, warum und was das für Notizen sein könnten? Ja, beziehungsweise ob das was mit der Akademie zu tun haben könnte. Wenn nicht, kann's mir ja egal sein. Ist gut, ich sehe mal zu, was ich rausfinden kann. Triff mich heute Abend wieder hier. In Ordnung. Danke, Alex. Keine Ursache. Außerdem, für dich tue ich alles. Ah, das ist aber süß. Und er fährt dann nach oben weg, was totaler Quatsch ist, weil da oben geht's nicht weiter. Schau mal, wenn wir jetzt nämlich auch da hochreiten. Mal schauen, da müsste er ja hier lang. Und da ist er, achso, da oben geht's nicht weiter. Schau, wo geht's denn hier lang? Da geht's da rum. Wo könnte er dann da hingeritten sein, hingefahren sein? Hier lang. Ja, okay, hier geht's schon weiter. Na gut, er könnte überall hingefahren sein. Jetzt kann ich auch mal hier... Boah, da komme ich jetzt nicht hoch, oder? Komm ich da hoch? Boah, doch, voll geil. Komm mal voll hier... Achso, da komme ich aber nicht rauf, oder was? Doch, geht auch. Jawohl. Ja gut, und was muss ich jetzt machen? Also den Tag überspringen. Bis zum Nachmittag. Ich könnte noch mal trainieren gehen eigentlich. Das habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Kann ich mich teleportieren?
Jo, sehr gut. Dann gehen wir noch ein bisschen Polebanden und so einen Spaß. Mal gucken, ob ich das hier... Oh, was? Nein, halt, stopp. So. Weil wir haben bestimmt noch ein wichtiges Turnier, was auf uns wartet. Obwohl ich noch nicht mal die Ergebnisse vom letzten Turnier weiß. Das ist total schade. Frau Milan verheimlicht uns die ganzen Ergebnisse immer.